Hey, in diesem Video bauen wir mal einen 50er-Jahre-Klassiker als Bratwurst nach, und zwar Toast Hawaii. Dafür haben wir einmal auf der Fleischseite Schweinefleisch, Schweinenacken, Schweinebauch, 25% Fett circa. Dann habe ich hier Kochschinken, der normalerweise oben drauf kommt. Dann habe ich hier in der Mitte einmal Scheiblettenkäse. Den habe ich vorher in eine Form gelegt, dann kurz in der Mikrowelle angeschmolzen, sodass er zu einem Block wird. So hat man später in der finalen Wurst größere Stücken drin. Du könntest dir jetzt auch so einen Schmelzkäse selber machen. Es gibt auch verschiedene Videos drüber, aber Schmelzkäse funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ich finde nur, wenn man die einzelnen Scheiben nutzt, dann sind das später zu kleine Würfel in der Wurst. Dann natürlich eingelegte Ananas. Und da Toast Hawaii sonst nichts hat, bin ich ganz puristisch bei den Gewürzen mit Salz und schwarzem Pfeffer. Und der Rest des Geschmacks kommt durch den Käse und die Ananas und den Kochschinken. Als erstes müssen wir wie immer alles in wolfgerechte Stücke schneiden. Das Fleisch, Kochschinken und bei der Ananas und dem Käse gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst sie später in größere Würfel schneiden oder wie ich jetzt auch wolfgerecht und dann später mit durchwolfen. Das ist komplett dir überlassen. Wichtig ist nur, dass wir die ganze Mixtur hier einmal richtig schön tiefkühlen, damit es später dann auch gut gewolft werden kann. Ansonsten schmiert es. Ich nehme die gröbere Lochscheibe und wolf das Ganze jetzt einmal durch. Und hier sieht man auch, die Ananas und der Käse sind so komplett durch die Wurst verteilt. Es gibt aber jetzt auch keine riesen Stücken da drin. Wenn man das anders möchte, muss man es mit der Hand schneiden und dann später untermengen. Dann geben wir hier einmal Salz und Pfeffer dazu und mischen das Ganze richtig gut durch. Wichtig ist hier, dass eine bindige Masse entsteht, ansonsten haben wir da später eine bröstige Wurst. Also am Ende alles schön zusammenhalten. Und zum Füllen nehme ich jetzt einen Schweinedarm Kaliber 28-30. Fülle das einmal in den Darm ab. Auch hier, wenn du lieber dünnere Würstchen machst, nimm Schafseitlinge, funktioniert natürlich genauso. Da würde ich nur aufpassen, da würde ich es nochmal feiner wolfen. Passt dann einfach besser und lässt sich auch leichter füllen. Dann drehen wir die Bratwurst in die gewünschte Länge ab. Immer einmal zwischen zwei Hände nehmen, einen dann drehen nach vorne, eine Wurst auslassen, wieder nach vorne drehen und so weiter. Und dann sind wir jetzt eigentlich auch schon fertig. Du kannst die Bratwürste jetzt so direkt auf den Grill legen oder wenn du sie länger haltbar machen willst, dann brühen. Zum Brühen einfach in gesalzenes Wasser geben, 18 Gramm pro Liter, damit das Salz nicht rauszieht beim Brühen. Und im Nachgang einmal kurz im Eiswasser abschrecken. Und dann sind die fertig, kannst du vakuumieren, dann auch einfrieren oder so wie ich jetzt hier einmal rausbraten. Und ja, hier ist der Klassiker, auch mit einer Kirsche on top. Kann man rein theoretisch auch noch reinmachen, habe ich jetzt persönlich nicht gemacht. Ich finde es dann doch ein bisschen zu süß. Die Ananas reicht da aus. Schneiden wir das einmal an. Und hier siehst du jetzt in dem Anschnitt, dass durch das feine Wolfen eben die Ananas eher kleiner durch die Bratwurst ist. Geht aber auch eben in größeren Stücken. Geschmacklich kommt der Käse wirklich gut raus. Die Ananas gibt so eine leichte Süße, aber jetzt nicht unpassend zur Bratwurst. Du siehst jetzt hier auch die Schinkenstücke da drin. Die geben noch mal etwas einen festeren Biss, was wirklich sehr gut harmoniert. Ist ein spaßiges Projekt. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Das volle Rezept wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.